Boyd, Leiter des 5. Polizeireviers der Westside und zugleich der höchst dekorierte Cop von New York City, hat Chinatown den Krieg erklärt. Mir liegt bereits eine Beschwerde gegen Sie vor. Heute wurden 43 Bandenmitglieder verhaftet, 3 Spielhöllen und 5 Sexshops ausgehoben. Sie sollten die Gangs doch nur ein bisschen nervös machen. Und nun noch eine Kampfansage an den Mann, der der Pate von Chinatown genannt wird. Joy Tai. Mr. Tai, sagen Sie, existiert so etwas wie eine chinesische Mafia? Mr. Tai, was sagen Sie dazu? Mr. Tai, haben Sie etwas dazu zu sagen? Ich will Ihnen noch mal ganz deutlich sagen, warum er da mitmischt. Joey Tai geht mit seinem Problem zum Bürgermeister, der bespricht sich mit ein paar Freunden und dann kommt die Order, alles abblasen. Finden Sie Glücksspiel, Erpressung und Korruption in Ordnung? Was heißt chinesische Mafia? Die Untersuchung existiert nur in Ihrem Kopf. Diese Leute sind die größten Heroinimporteure in diesem Land. Aber kaum hat man sie geschnappt, muss man sie wieder laufen lassen. Kein Mensch traut sich an die Kerle ran. Wenn sie nicht passt, schmeißen Sie die Sache hin. Vielleicht habt ihr alle recht. Ich mache Jagd auf etwas, das es gar nicht gibt. Dies ist nicht die Bronx. Oder Brooklyn. Auch nicht New York. Dies ist Chinatown, Mr. White. Es kann alles sehr einfach sein oder knallhart. Sie machen sich zu viel Gedanken, Stanley. Wie kann sich jemand zu viel Gedanken machen?